Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Frau Ministerin Schulze, sehr geehrte Staatssekretär Rachel, liebe Honorevole, Frau Lücken-Michel, we were just discussing about the Italian titles, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Vertreter aus Bund, Land und der Stadt Bonn, liebe Frau Chavan, Signor Ambassadore Benassi, Signor Consul Lolli, lieber Herr Präsident Wissler, liebe sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, ich begrüße Sie im Namen meiner verstandenen Kollegin Dr. Sabine Helly-Mögen zur offiziellen Eröffnung des Dissidenie-Neubaus in Bonn. I also wish to welcome our foreign guests who have kindly agreed to celebrate with us today. Und ich begrüße außerdem unsere Gäste, die uns heute besuchen, die heute zu uns gekommen sind, anlässlich dieser Eröffnungszeremonie. Heute ist ein bemerkenswerter, besonderer Tag für das DZNE. Es bedeutet nicht, dass eine Zeit endet oder eine neue beginnt, sondern wir feiern heute die Arbeit, die viele über viele Jahre geleistet haben, bei der Entwicklung und Umsetzung einer Idee eines Forschungszentrums zu translatorischer Forschung. Ich möchte erstmal allen danken, die dieses Gebäude hier ermöglicht haben. Das Land NRW, Frau Ministerin, und der Bund, Frau Kanzlerin, und Frau Staatssekretärin Rachel, Sie haben dieses Gebäude hier möglich gemacht als Platz der Entdeckung und als Leuchtturm, um ein starkes Signal auszusenden der Unterstützung für die Wissenschaft von Seiten des Bundes und des Landes. Und ich möchte auch dem Team der Oberfinanzdirektion NRW unter der Führung von Herrn Bommert danken. Und ich möchte auch persönlich danken Frau Brume-Bothe, Dr. Grappentin und ihren Kollegen für die ständige Untersuchung von Seiten des BMBF, sowie mein Dank geht auch an Dr. Wieland und Dr. Müller und an die Kollegen für die Unterstützung durch das Land NRW. Unsere Mitgliederversammlung unter Leitung von Dr. Lange und dann unter der Leitung von Frau Brume-Bothe hat uns sehr unterstützt in all diesen Jahren. Die Stadt Bonn hat uns ebenfalls sehr unterstützt, sowohl in den frühen Jahren der Existenz des DZNE, wie auch in letzter Zeit beim Bau und der Vervollständigung dieses Gebäudes. Unser aufrichtiger Dank geht auch an Bürgermeister Ashok Srinivasan sowie seinen Vorgänger Jung Nimtsch, wie auch an alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bonn. Ein derartiges beeindruckendes Gebäude kann nur entwickelt und gebaut werden, wenn exzellente Architekten, hervorragende Planer und Projektmanager da sind. Und ich möchte Wulff Architekten meinen besonderen Dank und vor allen Dingen in diesem Zusammenhang Herrn Steffen Vogt aussprechen und an sein Team. Es ist bemerkenswert, dass Sie ein solches wunderschönes Gebäude entwickelt und bauen konnten und das annähernd unter Einhaltung des ursprünglich geplanten Budgets. Vor 7 Jahren war das DZNE ganz einfach ein Projekt, ausgehend von der Vision und der Initiative von der damaligen Ministerin Annette Chavan. Die Kanzlerin Frau Merkel hat dieses Projekt stark unterstützt durch die erste Hightech-Strategie für Deutschland. Das war wirklich die Geburtsstunde der deutschen Forschungszentrum im Bereich der Gesundheitsforschung. Die Vision von Frau Chavan war es, Kompetenzen zu bündeln, neue Strukturen zu schaffen im Bereich der Gesundheitsforschung. Ziel war es, interdisziplinäre Forschung zu stimulieren, indem man Universitäten und extrauniversitäre Institutionen zusammenbringt. Und heute freue ich mich, sagen zu können, dass dies eine erfolgreiche Realität geworden ist. Ich danke Ihnen hierfür sehr, Frau Chavan. Im Laufe der Entwicklung des Konzeptes und der Struktur des DZNEs haben uns viele Kollegen geholfen, die Mitglieder des Gründungskomitees, unter anderem mit Professor Johannes Dichgans, Professor Ottmar Wiesler und Dr. Peter Lange, die ebenfalls heute hier sind. Und deren Unterstützung ging hinaus über die eigentliche Gründung des DZNEs. Johannes Dichgans hat uns auch unterstützt, zunächst als Vorsitzender unseres Senates und trägt heute noch als Gast unseres Senates bei und unterstützt uns. Ottmar Wiesler hat uns wertvolle Unterstützung angedeihen lassen, wertvollen Rat und unterstützt unsere hochqualitativen Forschungsaktivitäten hier beim DZNE. Und Herr Lange, Peter Lange, war Vorsitzender unserer Mitgliedsversammlung am Anfang der Arbeit hier. Und mein Dank geht auch an Professor Dr. Lennart Mucke für seine hervorragende Arbeit. Und
All dies wäre nicht möglich gewesen ohne das Engagement all der Wissenschaftler und auch des Personals im Bereich der Verwaltung. Wenn mich, ich weiß nicht, vielleicht verlässt mich eines Tages meine Erinnerung, aber ich werde mich immer an die Begeisterung und die Geisteshaltung all dieser großartigen Kollegen erinnern, die beigetragen haben zu diesem großartigen Erfolg des DZNEs. Ganz besonders war wichtig eine und hat eine Schlüsselposition hier gespielt, Frau Ursula Weyrich. Uschi, wir haben am Anfang diese Herausforderung zusammen angegangen. Wir haben gemeinsam diese Skeptik erlebt und wir haben am Schluss den Erfolg gemeinsam erlebt. Natürlich haben wir auch einmal uns abgesetzt beim Helmholtz Neujahrsempfang und stattdessen zusammen Tapas gegessen und ein Glas getrunken. Und ich hatte Glück, dass dann als Uschi eine neue Herausforderung beim GSI in Darmstadt annahm, dass eine weitere hervorragende Kollegin an ihrer Stadt kam, Dr. Sabine Helling-Mögen, die heute zuständig ist für die Leitung der Verwaltung. Die enge Anbindung an die Universitäten und an die Universitätskliniken ist ein Schlüssel für den Erfolg translatorischer Forschung. In Bonn haben wir ständig die exzellente Kooperation mit der Universität und mit nicht-universitären Organisationen verbessert. Und ich möchte Rektor Professor Michael Hoch danken, wie auch den vorhergehenden und derzeitigen Dekan der medizinischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten, Professor Bauer, Werner, Meissner und Bennett, wie auch den klinischen Direktor des Universitätsklinikums hier in Bonn, Professor Wolfgang Holzgräbe. Und wir freuen uns auch über die wunderbare Zusammenarbeit mit dem BFIRM, Professor Karl Broich, wie auch mit dem Forschungszentrum CESAR unter Professor Benjamin Kaub und Professor Jason Kerr. Und ich möchte Professor Hoch danken dafür, dass er uns aufgenommen hat in den vergangenen 7 Jahren. Und wir haben auch wunderbare internationale Kooperationen. Die strategische Zusammenarbeit mit der finnischen Pharmaindustrie, Orion nenne ich hier, gilt als innovativste Kooperation zwischen privatem und öffentlichem Sektor bei der Suche nach neuen Behandlungsformen für neurodegenerative Krankheiten. Und wir haben heute mehr als 1000 Mitarbeiter in den einzelnen Einrichtungen unseres Zentrums. Wir haben 34% unserer Wissenschaftler, kommt aus 55 verschiedenen Ländern, sind in Vollzeit hier beschäftigt und 49% aller unserer Wissenschaftler sind Frauen und 28% unserer Professoren sind Frauen. Und all dies hat sich ständig weiterentwickelt. Das DZNE ist eine junge Organisation. Wir hatten keine vorgefertigten Ideen. Und es ist interessant, dass andere Länder, welche auch führend sind in diesem Bereich der Forschung, das DZNE als ein Modell, als ein Erfolgsmodell ansehen. Und ich nenne hier nur die Gründung des British Dementia Research Institute, welches ein wunderbares Beispiel ist. Und wir freuen uns auch hier, dass wir Dr. Robin Buckler, wie auch den Gründungsdirektor Dr. Bart de Strooper hier haben. Ich möchte zum Schluss noch einige allgemeine Anmerkungen machen. Wir leben in einer Zeit, in der die Wissenschaft und die technologische Entwicklung sehr stark entwickelt ist und sind in unserer Gesellschaft. Und es ist schon erstaunlich, dass ein beträchtlicher Bestandteil unserer Bevölkerung es vorzuziehen scheint, sich an unsubstanziellen Überzeugungen zu orientieren, anstatt an überprüfbaren Fakten. Die unkontrollierbare Mischung von Vorurteilen das müssen wir ganz einfach berücksichtigen. Natürlich, Wissenschaft behauptet nicht, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Auch verfestigte Ideen können sich immer wieder ändern. Aber die Wissenschaft beruht darauf, dass wir ständig unsere Ergebnisse überprüfen und die Invariante, die dann verbleibt, wird als Wahrheit betrachtet, zumindest für eine bestimmte Zeit. Leider ist es so, dass auch die Wissenschaft manchmal den Fehler begeht, Fakten in Form moderner Ideen einzupacken. Die Wissenschaft kann aber hier Mauern einbrechen und sie kann die Überprüfung von Dingen ermöglichen und Gesellschaften, in denen
Wissenschaft eine wichtige Rolle spielt, machen Fortschritte, entwickeln sich bei anderen ist dies nicht der Fall. Und das mag der ewige Konflikt sein zwischen Finsternis und Aufklärung. Ich bin demütig angesichts der Bedeutung all dieser Fragen. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit habe, zu leben und zu arbeiten in einer Gesellschaft, die aufgeklärt ist, wo wir ständig danach suchen und trachten, Lebensqualität zu verbessern und wo wir uns an wahren Fakten orientieren. Das DZNE, dieses Gebäude, Ihre Gegenwart heute hier, wie auch die ständige Investition mit dem Ziel, gesellschaftliche Probleme mit Hilfe der Wissenschaft zu lösen, zeigen, auf welchem Weg wir sind. Frau Kanzlerin, Frau Ministerin, ich möchte Ihnen danken dafür, dass Sie uns die Gelegenheit geben, nach Möglichkeiten zu suchen, neurodegenerative Krankheiten diesen vorzubeugen und sie zu heilen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Professor Nicotera, sehr geehrte Frau Schawan, Damen und Herren, liebes Team vom DZNE. Im Namen der Landesregierung und insbesondere unserer Ministerpräsidentin Hannelore Kraft heiße ich Sie ganz, ganz herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen. Sie alle wissen, herausragende Wissenschaft auf wirklich internationalem Niveau, die braucht einfach hervorragende Rahmenbedingungen. Das ist eine ganz klare Haltung der Landesregierung und aus der daraus natürlich resultierenden Verantwortung stehen wir auch. Das sieht man hier in Bonn, das sieht man aber auch im Rest des Landes. Mehr als 8,4 Milliarden Euro sind im Haushalt 2017 für Wissenschaft und Forschung vorgesehen, so viel wie noch nie zuvor in der Geschichte unseres Landes. Und damit finanzieren wir natürlich auch gute Rahmenbedingungen für die dichteste Wissenschaftsregion in Europa. Und das zeigt sich auch hier nicht zuletzt in der Finanzierung dieses wunderbaren Neubaus. Von den rund 130 Millionen Euro Gesamtkosten trägt das Land 85 Millionen. Das ist eine Summe, bei der man durchaus von einem finanziellen Kraftakt sprechen kann. Aber zu guten Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung gehören auch die richtigen räumlichen Infrastrukturen. Und deswegen ist dieser gemeinsame Kraftakt von Bund und Land notwendig und absolut richtig. Meine Damen und Herren, ein weiterer zentraler Aspekt für einen Ort der Spitzenforschung, wie es das DZNE ist, ist das Umfeld. Und auch da stimmen hier die Voraussetzungen. Die Gesundheitsregion Köln-Bonn hat sich mit ihren Erfolgen in der medizinischen Forschung gewissermaßen als Marke schon etabliert. Was hier insbesondere im Bereich der Alternsforschung erarbeitet wird und angewendet wird, das findet international Beachtung. Und der heutige Tag, damit bekommt dieser Schwerpunkt nochmal eine ganz, ganz andere Sichtbarkeit mit diesem sehr schönen Gebäude. Und deshalb bin ich gerne hier und gratuliere, lieber Herr Professor Nicotera, zur Eröffnung Ihres Neubaus und gratuliere natürlich dem ganzen Team, was hier jetzt arbeiten darf, ganz, ganz herzlich. Sie haben es schon angesprochen, mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus rund 50 Nationen beschäftigt das DZNE hier in Bonn. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt, der für gute Ergebnisse in Wissenschaft und Forschung einfach unverzichtbar ist. Die Vielfalt und der Austausch. Das gilt mit Blick auf die Nationalitäten. Es geht natürlich genauso beim Alter, beim Geschlecht und bei den wissenschaftlichen Disziplinen. Erfolgreiche Wissenschaft braucht einfach verschiedene Blickwinkel. Und sie ist heute nur noch international denkbar. Auch wenn der neue US-Präsident das etwas anders zu sehen scheint. Wir hier wissen, wir brauchen diesen internationalen Austausch. Herr Nicotera hat es eben angesprochen, Bubbles of Belief bringen uns da nicht weiter. Und am DZNE passiert genau das, hier stimmt die Vielfalt. Rund ein Drittel der Forscherinnen und Forscher stammen aus dem Ausland. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Disziplinen arbeiten hier gemeinsam an einer der größten Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft.
Das DZNE arbeitet genau so, wie wir uns das hier in Nordrhein-Westfalen wünschen und wie wir es in unserer Forschungsstrategie Fortschritt NRW festgelegt haben. Wir wollen wir wollen transdisziplinäre Arbeit fördern und wir wollen das genau an den Fragen eben auch tun, vor denen unsere Gesellschaft steht. Hier werden Grundlagenforschung, klinische Studien, Populationsstudien und Versorgungsforschung miteinander verwoben und diese Arbeitsweise macht das DZNE zu einer ganz besonderen Einrichtung und auch zu einer ganz besonders wertvollen Einrichtung. Und deswegen sind wir stolz darauf, dass dieses Zentrum hier bei uns in Nordrhein-Westfalen jetzt seine Heimat hat. Umgekehrt hat unser Bundesland und insbesondere unsere Region für diese Einrichtung, für das DZNE auch wirklich einiges zu bieten. Sie sind hier wunderbar eingebettet in ein Umfeld aus hervorragenden Universitäten und Universitätskliniken, forschungsstarken Instituten und exzellenten Forschungseinrichtungen, die sich hier thematisch sehr, sehr gut ergänzen. Da ist zum Beispiel das Exzellenzcluster Cellular Stress Responses in Aging Associated Diseases in Köln oder das Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns auch in Köln. Die ganzen Bonner Institutionen kennen Sie ja hier alle. Und wir haben darüber hinaus noch das regionale Innovationsnetzwerk Gesundes Altern, was auch nochmal Vernetzung in diesem Themengebiet nach vorne bringen wollen. Auch die unmittelbare Nachbarschaft hat das DZNE mit dem Universitätsklinikum und mit der Universität Bonn hier ganz, ganz wichtige Partner. Und es freut mich sehr, dass schon vor dem geplanten Klinikneubau für Neurologie und Psychologie und Psychosomatik hier nebenan schon davor enge Kooperationen hier zustande gekommen sind. Die dichte Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen, gerade im Bereich der Alternsforschung, bietet alle Voraussetzungen, um nachhaltige Innovationen in diesem Bereich zu entwickeln. Und die brauchen wir auch. Wenn Sie so im Alltag die Menschen einmal fragen, dann sind neurodegenerative Krankheiten erstmal ganz, ganz weit weg. Nachdenklich werden viele erst, wenn sie mit der Krankheit auch ein Gesicht verbinden können, wenn jemand in ihrer Verwandtschaft oder in ihrem Umfeld erkrankt oder wenn solche Meldungen wie damals, als Rudi Assauer seine Demenzerkrankung veröffentlicht hat, wenn die eben die Runde machen und wenn man dann über solche Krankheiten spricht. Forschung muss aber kontinuierlich dranbleiben. Für Forschung ist dieses Thema ganz, ganz aktuell. In Deutschland haben wir rund 1,5 Millionen Menschen mit einer Demenz und wenn es uns nicht gelingt, entscheidenden Fortschritt bei der Vorbeugung zu machen, dann könnten es 2050 schon 3 Millionen sein und das ist eine enorme Herausforderung für unser Gesundheitssystem und deswegen ist es so wichtig, dass wir Forscherinnen und Forscher haben, die daran forschen, die die unterschiedlichen Themenstellungen auch angehen, wie werden diese Menschen betreut, wie werden wir sie pflegen, wie müssen wir Strukturen entwickeln und wie können wir mit dieser Krankheit wirklich so umgehen, dass wir da ein bisschen weiter nach vorne kommen und vor allen Dingen, wie behalten wir unser Ziel im Auge? Es geht nicht nur darum, dass Menschen länger leben, sondern vor allen Dingen darum, dass sie länger gut leben und dass sie ein wirklich erfülltes Leben dann auch haben. Und weil die Auswirkungen neurodegenerativer Erkrankungen so umfassend sind und von medizinischen Herausforderungen über wirtschaftliche und finanzielle Aspekte bis hin zu ethischen Fragen reichen, genau deshalb ist es so wichtig, dass aus den verschiedensten Perspektiven hier gearbeitet und geforscht wird und dass das DZNE jetzt dieses große Themenfeld in Kooperation angeht. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, NRW und das DZNE, Bonn und das DZNE, das passt ganz hervorragend zusammen. Wissenschaft und Forschung haben bei uns einen besonderen Stellenwert. Es sind Menschen wie Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Professor Nicotera, auf die wir hier in Nordrhein-Westfalen setzen, um die Welt von morgen zu gestalten und um das Leben der Menschen ein bisschen zu verbessern. Und zu Recht, wie unter anderem die Auszeichnung von Herrn Professor Bradtke vom DZNE mit dem Leibniz-Preis im vergangenen Jahr beweist. Ich wünsche Ihnen alle sehr, dass diese neuen Räumlichkeiten dazu beitragen, dass die Arbeit des DZNE weiter erfolgreich ist, dass Sie hier innovative Ideen haben und sage ganz, ganz herzlich Dankeschön.
Sehr geehrte Frau Ministerin Schulze, sehr geehrter Herr Professor Nicotera, sehr geehrte Frau Helling-Mögen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, da ist er, sehr geehrte Annette Schawan, sehr geehrter Herr Thomas Rachel, sehr geehrte Frau Kollegin, die Lokalmatadoren und alle anderen Abgeordneten schließe ich ein mit in den Gruß und sehr geehrter Herr Professor Wissler. Der Neubau des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen ist hier oben auf dem Bonner Venusberg kaum zu übersehen. So kann auch symbolhaft von einem Leuchtturm der Forschung gesprochen werden. Er strahlt weithin die Hoffnung aus, dass Patienten, die unter neurodegenerativen Erkrankungen leiden, wirklich in Zukunft besser geholfen werden kann. Auffällig ist das räumliche Ineinandergreifen der drei Gebäudekomplexe. Und diese Architektur veranschaulicht auch die Zusammenarbeit verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen. Und sie alle eint hier letztlich das Ziel, Forschung für den Menschen und für ein gesundes Leben. Gesundheitsforschung ist eben schlichtweg die Grundlage für medizinischen Fortschritt, der jedem von uns zugutekommen kann und soll. Und in kaum einem anderen Forschungsbereich liegt ja der Nutzen neuer Erkenntnisse für die breite Mehrheit auch so klar auf der Hand. Nun wissen wir, Erkenntnisgewinn kann nicht einfach vorprogrammiert werden. Aber er setzt zumindest verlässliche Strukturen voraus. Und die Antwort der Bundesregierung darauf ist unser Rahmenprogramm Gesundheitsforschung. Und dass es ein solches Rahmenprogramm gibt und dass die Institutionen gefunden wurden, das hat sehr viel mit Annette Schawan zu tun. Das wurde hier schon gesagt. Dafür möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen. Und das ist dann kontinuierlich auch fortgeführt worden. Und wenn ich das ganz persönlich sagen darf, ich habe von Annette Schawan immer gelernt, da ich früher aus der Grundlagenforschung kam und immer gesagt habe, da kannst du nichts prognostizieren und da musst du einfach Raum lassen und so weiter, dass bestimmte Strukturen dem Erfolg doch helfen und ihn auch besser möglich machen. Und um diese Frage von Struktur und Freiheit geht es eigentlich permanent und natürlich auch hier. Wir haben einen Schwerpunkt auf der einen Seite gesetzt, und zwar auf die sogenannten Volkskrankheiten, wie zum Beispiel Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Demenz. Und zum anderen geht es natürlich immer darum, die Anwendung der Forschungsergebnisse zu beschleunigen. Dazu haben wir die Initiative ergriffen, um Forschungskapazitäten zu bündeln. Und gerade auch wiederum in der medizinischen Forschung ist die Frage, wann kommt es den Menschen auch wirklich in großer Breite zugute, natürlich mindestens so wichtig wie in anderen Forschungsbereichen. Insgesamt gibt es nun 6 deutsche Zentren der Gesundheitsforschung, die sich den bedeutsamsten Volkskrankheiten widmen. Denn die großen Fragen der Gesundheitsforschung lassen sich nur oder auf jeden Fall sehr viel besser disziplin- und einrichtungsübergreifend beantworten. Und daher dürfen wir, glaube ich, durchaus stolz sein auf das breite Netzwerk aus Kliniken, Hochschulen und Forschungseinrichtungen hierzulande. Und schon jetzt lässt sich sagen, die Verknüpfung von präklinischer und klinischer Forschung ist von großer Bedeutung. Und den 6 deutschen Zentren ist es in relativ kurzer Zeit gelungen, neue Konzepte für Diagnosen und Therapien zu entwickeln. Und das hat ihnen im In- wie im Ausland bereits hohe Reputation eingebracht. Das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen gibt es ja schon seit 2009. An 9 Standorten stellen sich über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Nationen in den Dienst der Forschung. Und sie überwinden dabei Instituts- und Fächergrenzen, um den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen, von denen außer ihnen nur die allerwenigsten etwas verstehen. Zu verstehen ist für die große Mehrheit der Laien immerhin, wie wichtig ihre Forschungsarbeit für unser aller Gesundheit ist. Lieber Herr Professor Nicotera, liebe Frau Helling-Mögen, was Sie in wenigen Jahren ins Rollen gebracht haben, aufgebaut und erreicht haben, ist in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug einzuschätzen. Das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen ist noch keine 10 Jahre alt, genießt aber heute schon einen ausgezeichneten Ruf.
Die Qualität der Arbeit spiegelt sich in zahlreichen Fachpublikationen, in Wissenschaftspreisen wie zum Beispiel dem Leibniz-Preis oder auch in der Förderung des Europäischen Forschungsrates ERC wider. Und daran lässt sich auch ablesen, wie viel Aufmerksamkeit den Forscherinnen und Forschern, aber auch dem Forschungsgebiet insgesamt gilt. Wurden vor noch gar nicht so langer Zeit Demenz oder Parkinson einfach mehr oder weniger als hinzunehmende Begleiterscheinungen des Alters angesehen, so hat sich diese Wahrnehmung glücklicherweise inzwischen geändert. Neurodegenerative Krankheiten werden als die Herausforderung ernst genommen, die sie sind. Schmerzlich für die Betroffenen und ihre Angehörigen, kräftezehrend für Pflegeheime und deren Personal und letztlich auch belastend für unser gesamtes Gesundheitswesen. Und wir dürfen nicht vergessen, heute leben rund 1,6 Millionen Demenzkranke in Deutschland und das mit steigender Tendenz. Und das liegt insbesondere daran, dass immer mehr Menschen ein höheres Alter erreichen, natürlich auch wiederum dank des medizinischen Fortschritts. Und so erfreulich eine höhere Lebenserwartung natürlich ist, so sehr gehört dazu auch, dass mit zunehmendem Alter auch natürlich das Risiko steigt, Demenz oder andere neurodegenerative Erkrankungen zu erleiden. Diese könnten, Schätzungen der WHO zufolge, in wenig mehr als 2 Jahrzehnten sogar Todesursache Nummer 2 werden, gleich nach den Herz-Kreislauf-Leiden. Was für einen tiefen Einschnitt eine Erkrankung bedeuten kann, für Betroffene wie auch für Angehörige, Freunde und Bekannte, darüber hat zum Beispiel Inge Jens geschrieben, die ihrem Mann Walter Jens, der an Demenz erkrankte und dem sich die Welt der Worte und des klaren Denkens mehr und mehr verschloss, bis zuletzt beigestanden war. Und in ihrem Buch vertraut uns Inge Jens an, und ich möchte sie zitieren: Ich bin überzeugt, er hat genau registriert, wie ihm alles entglitt, wie er aufhörte, schreiben zu können, wie das Lesen und schließlich parallel auch das Sprechen unmöglich wurden. Der Verlust eines Partners, der zwar noch lebt, aber dennoch für immer entschwunden ist, hinterlässt tiefe Spuren. Soweit Inge Jens. Diese Worte lassen uns vielleicht ansatzweise erahnen, was Demenzkranke und ihre Angehörigen durchmachen. Mit dem fortschreitenden Verlust der Erinnerung, der Lebenserfahrung und der Möglichkeiten, sich anderen mitzuteilen, geht der Verlust einer vertrauten Persönlichkeit einher, langsam und unwiederbringlich. Und dies lässt so manchen hilflos verzweifeln. Die Diagnose Demenz ist ein bitterer Einschnitt für Betroffene wie für Angehörige. Daran hat sich auch bis heute noch nicht viel geändert. Die medizinische Forschung beginnt erst, die komplexen Ursachen von Demenzerkrankungen zu verstehen. Und wir alle hoffen natürlich auf Fortschritte. Angefangen bei der Grundlagenforschung zur Vorbeugung und möglichst frühzeitigen Diagnose, über die klinische Forschung zur Entwicklung neuer und wirksamer Behandlungsmethoden und Therapien, bis hin dann zur optimalen Versorgung und Pflege. Es ist also ein breites Aufgabenspektrum, dem sich das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen widmet. Als ausgewiesene Experten haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Anspruch, ihre Forschungsergebnisse schnell und effizient zur praktischen Anwendung zu bringen. Und hierfür ist es von besonderer Bedeutung, auch schwerstkranke Patienten in die Arbeit einbeziehen zu können. Der Bundestag hat umfassend und sehr, sehr ausführlich über diese schwierige ethische Frage beraten. Das Ergebnis ist ein Kompromiss, der auf der einen Seite dem Patientenwohl und auf der anderen Seite dem berechtigten Wunsch nach medizinischem Fortschritt Rechnung trägt, damit andere Erkrankte dann von den Forschungsergebnissen profitieren können. Das heißt, unter eng begrenzten Voraussetzungen wird die Forschung erlaubt, auch wenn die betroffene Person zu dem Zeitpunkt, an dem die Forschung stattfindet, nicht mehr einwilligen kann. Dennoch wird dem Recht auf Selbstbestimmung größter Wert beigemessen. Es muss gegebenenfalls zu einem früheren Zeitpunkt eine ärztliche Beratung erfolgt sein, nach der die Bereitschaft zur Teilnahme an der Forschung klar erklärt werden muss. Fest steht, die Lebensqualität von Erkrankten allgemein hängt in hohem Maße von der Qualität der medizinischen und natürlich auch von der pflegerischen Versorgung ab.
Ein Großteil der Pflege liegt in familiärer Hand. Sie ist außerordentlich anstrengend, körperlich wie psychisch. Und die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren sehr viel getan, um pflegende Angehörige zu unterstützen. Wir haben die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf verbessert, die Pflegeversicherung ausgeweitet, in einem Umfang, der in ihrer 20-jährigen Geschichte beispiellos ist. Unser erstes Pflegestärkungsgesetz hat bereits deutliche Verbesserungen für alle rund 2,7 Millionen Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen gebracht. Vor allem die Leistungen für die Pflege zu Hause haben wir angepasst, um Angehörige auch zu entlasten. Und das zweite Pflegestärkungsgesetz ist in großen Teilen zu Beginn dieses Jahres in Kraft getreten. Die neuen Regeln stellen den jeweiligen individuellen Unterstützungsbedarf noch stärker in den Vordergrund. Es gibt jetzt 5 Pflegegrade statt der Stufen, die wir hatten, der 3. Und wir setzen auf Unterstützungsangebote, um Selbstständigkeit zu fördern und so weit wie möglich zu erhalten. Und das kommt Ihrer Arbeit ja auch sehr zugute, denn wir hatten bis jetzt eine Pflegeversicherung, die quasi auf die Demenzerkrankungen nicht richtig reagiert hat. Und deshalb haben wir an der Stelle sozusagen schon Vorsorge getroffen für alle Forschungsergebnisse, die wir noch erwarten. Wir können dabei eben auch und auch bei dieser Einstufung auf die Forschungsergebnisse des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen zurückgreifen. Die Versorgungs- und Pflegeforschung ist bei Ihnen in die Arbeit der verschiedenen Disziplinen mit eingebunden. Und in enger Kooperation mit der Uniklinik Bonn arbeiten verschiedene Berufsgruppen hier eben Hand in Hand, um eine vernünftige Rundumversorgung zu ermöglichen. Das ist in dieser Form einmalig oder nahezu einmalig in Deutschland. Die Pflege hat durch das Engagement der Forschung, aber auch der Politik in den vergangenen Jahren mehr Raum gewonnen. Und ohnehin stehen wir in Politik und Forschung grundsätzlich in der Verantwortung, natürlich drängende Fragen zum Gemeinwohl aufzugreifen. Und um klarzustellen, was für uns die Kernthemen sind, wie wir sie angehen und wo wir die Kräfte bündeln, da gibt es eben die Hightech-Strategie, auf die Sie hingewiesen haben. Und zu den prioritären Aufgabenfeldern, die definiert wurden, zählt eben auch das gesunde Leben. Natürlich reicht es nicht, uns vordringliche Forschungsaufgaben nur bewusst zu machen, sondern Aufgaben wahrzunehmen, heißt auch Ausgaben vorzunehmen. Und deshalb hat die Bundesregierung seit 2005 ihre Forschungsmittel kontinuierlich erhöht. Der Haushalt des zuständigen Ministeriums hat sich seither mehr als verdoppelt. Und das haben wir geschafft, ohne an unserem Ziel auch eines ausgeglichenen Bundeshaushaltes zu rütteln. Und in diesem Zusammenhang haben wir von einer wachstumsorientierten Konsolidierung gesprochen. Das heißt, wir nutzen Spielräume, um uns gezielt Wachstumspotenziale zu erschließen. Und das heißt eben gerade auch in Forschung zu investieren, in Entwicklung zu investieren, in Innovation zu investieren. Und gerade im Bereich der Gesundheit möchte ich, dass wir in den nächsten Jahren noch ehrgeizigere Ziele verfolgen. Es gilt, mit jeweils einer zusätzlichen Milliarde Euro den Kampf gegen Krebs noch erfolgreicher zu führen, das Fortschreiten der Demenz aufzuhalten und wirksame Antibiotika gegen multiresistente Keime zu entwickeln. Und ich möchte auch, dass wir der Gesundheit unserer Kinder in unserer Gesellschaft noch einen höheren Stellenwert einräumen und daher der Kinder- und Jugendmedizin ebenfalls ein deutsches Zentrum für Gesundheitsforschung widmen. Es muss ja irgendwie auch immer weitergehen. Und ich möchte, dass die Lebensqualität der Menschen noch stärker in den Mittelpunkt unserer Gesundheits- und Gesundheitsforschungspolitik rückt. Viele Menschen sorgen sich ja in jüngeren Lebensjahren, ob ihnen genügend gesundheitliche Versorgung zur Verfügung steht. Am Ende des Lebens fürchtet man manchmal auch eine Überversorgung, die zu mehr Leid und nicht zu besserer Lebensqualität führt. Also das Thema Qualität ist ganz wichtig. Ja, über Über-, Unter- und Fehlversorgung müssen wir gleichzeitig sozusagen minimieren, also überall das Optimum tun, um wirklich Lebensqualität zu sichern. Und deshalb möchte ich, dass Forschung und Krankenversorgung Hand in Hand die Frage beantworten, welche Therapie nützt auch wirklich die Menschen? Und ich möchte, dass wir auf der Grundlage einer großen empirischen Datenbasis, zum Beispiel auch durch eine nationale Lebensqualitätskohorte, das Rheinland geht ja hier schon mit gutem Beispiel voran, diese Fragen ganz umfassend beantworten und die Lebensqualität noch mehr als bisher zum Leitmotiv für Versorgungsentscheidungen machen. Also immer nach der Lebensqualität fragen. Und ich glaube, dass gerade auch
die Verarbeitung von großen Datenmengen, Sie haben ja in Ihrer Rede eben auch darauf hingewiesen, uns noch unerkannte Möglichkeiten eröffnet, Strukturen zu erkennen, mit denen wir sehr viel effizienter und sehr viel näher auch bei Menschen in Zukunft arbeiten können. Deutschland 2025, das heißt für mich, die großen Geißeln der Gesundheit zu besiegen durch mehr Forschung und ein auf die Lebensqualität der Menschen ausgerichtetes Gesundheitswesen. Und daran wollen wir in den nächsten Jahren arbeiten. Forschung ist die Grundlage, um in Zeiten großer Veränderungen eigene Akzente setzen zu können. Zum Beispiel mit Blick auf die Globalisierung, die Digitalisierung, den Klimawandel, das weltweite Bevölkerungswachstum oder die demografischen Veränderungen bei uns. Von wissenschaftlichen Erkenntnissen, davon bin ich überzeugt, und ihrer praktischen Anwendung hängt viel für unser künftiges Wohlergehen ab. Das gilt natürlich nicht nur bei uns hierzulande, sondern auch weltweit. Und ich sage gerade, die Gesundheitsforschung hat so eine zentrale Bedeutung auch in der Frage der Akzeptanz von Forschung. Wir wissen ja, dass es Forschungsgebiete gibt, in denen Menschen durchaus sehr skeptisch sind in Deutschland. Und wenn wir am Beispiel der Gesundheitsforschung, aber auch am Beispiel dessen, was alles in die Gesundheitsforschung einfließt, wenn Sie keine ordentlichen Geräte haben, wenn Sie keine ordentlichen Rechner haben, wenn Sie keine ordentlichen mathematischen Methoden haben, sind Sie ja auch aufgeschmissen, hier spricht eine ehemalige Physikerin. Also es geht nicht nur immer um die Medizin, sondern auch um alles, was dazu beiträgt. Dann werden wir wirklich Lebensqualität verbessern, und das immer wieder auch zu sagen, ist, glaube ich, wichtig, und darin liegt auch eine besondere Bedeutung des heutigen Tages. Als leistungs- und forschungsstarker Nation kommt uns, gemeinsam mit den anderen großen Industrieländern, im Übrigen für die Gestaltung der Globalisierung auch nochmal eine besondere Verantwortung zu. Und das betrifft auch gerade die Gesundheitsforschung. Die Staatengemeinschaft hat sich das Ziel gesetzt, jeder Frau, jedem Mann und jedem Kind auf der Welt die Chance auf ein gesundes Leben zu geben. Das ist die Agenda 2030 verabschiedet von den Vereinten Nationen. Wir wissen, dass bis dahin noch ein sehr, sehr langer Weg vor uns liegt. Aber wir in Deutschland können mit unseren Partnern weltweit einiges in Gang bringen, um Schritt für Schritt voranzukommen. Und deshalb ist unser Kernanliegen, das haben wir bei unserer G7-Präsidentschaft gemacht, das machen wir jetzt in unserer G20-Präsidentschaft, globale Gesundheitsrisiken auch zu minimieren und den Ausbruch gefährlicher Infektionskrankheiten möglichst zu verhindern. Wir haben aus der Krise mit Ebola gelernt, die haben wir alle noch vor Augen. Es gab mehr als 28.600 Erkrankte, 11.300 Tote, und diese Zahlen sind eine eindringliche Mahnung, Lehren aus dieser Epidemie zu ziehen. Wie im Übrigen wir noch Glück hatten im Unglück bei Ebola, weil diese Krankheit sich relativ langsam verbreitet hat. Unter den heutigen Vernetzungen der Globalisierung an die spanische Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts zu denken, zeigt, dass wir da ganz anders vorbereitet sein müssen. Wir haben dann in einem Prozess Empfehlungen erarbeitet, um die globale Gesundheitsarchitektur zu stärken. Zum einen geht es um weitreichende Prävention und zum anderen um eine schnelle, koordinierte, internationale Antwort, wenn es doch wieder zu einem Ausbruch gefährlicher Infektionskrankheiten kommt. Und die G20-Gesundheitsminister werden sich zum ersten Mal treffen, werden simulieren, wie man einer solchen Epidemie begegnen kann. Und wir werden das bei den Staats- und Regierungschefs dann auch diskutieren. Wir haben auch dem Thema Antibiotikaresistenzen erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Denn alle Anstrengungen für bessere Strukturen nutzen wenig, wenn dann die notwendigen Therapien fehlen bzw. durch Resistenzen ihre Wirkung verlieren. Klar ist, und das erleben Sie ja hier auch, alle diese Themen können nur über eine engere internationale Zusammenarbeit wirklich Fortschritte erzielen. Und das ist eben auch der Grund, warum wir dem einen politischen Schwerpunkt bei G20 widmen. Meine Damen und Herren, dem politischen Ziel eines gesunden Lebens können wir uns nur über eine lebendige Forschungslandschaft nähern. Dies erfordert Investitionen auch in Gebäude. Und dieser Neubau ist hier ein Vorzeigebeispiel dafür, im Übrigen auch ein gutes Beispiel der Kooperation von Bund und Ländern oder in diesem Fall von Land und Bund, weil der überwiegende Betrag für den Bau ja auch aus dem Bundesland kommt, in diesem Fall des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, dass wir gemeinsam hier auch Gutes erreichen können.
Hier ist einer der modernsten Forschungsbauten in Europa entstanden. Mit ihm erhält das DZNE in bildlichem wie in wörtlichem Sinne Raum für hervorragende Arbeitsbedingungen. Und die Aufbruchsstimmung bei der Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen ist an diesem Ort förmlich zu spüren. Und auch viele Besucher werden, glaube ich, noch vieles lernen über diese Krankheit. Ich finde es sehr berührend, dass Sie mit der Handschrift und den Farben arbeiten, sozusagen dem Ausgangspunkt des Verlustes von Fähigkeiten bis hin zu dem Endpunkt, was man da noch erfassen kann. Und wir brauchen diese Aufbruchsstimmung. Und wir brauchen Menschen wie Sie hier, wie Sie, die Sie in diesem Saal sitzen und wie die, die draußen standen. Ich würde mal sagen, in diesem Saal ist das Durchschnittsalter natürlicherweise etwas höher als das auf den Treppen dort draußen. Das ist auch etwas männlicher, dieser Saal, als die Menschen dort draußen. Aber ich sage mal, die hören uns vielleicht auch zu und hören was davon, sonst sagen sie es Ihnen weiter. Es ist Aufbruchsstimmung. Wir brauchen solche Menschen wie Sie, die diese Aufbruchsstimmung leben, die das in ihrer täglichen Arbeit einbringen mit ihren Erfahrungen, ihren Ideen, ihrer Leidenschaft für die Forschung. Forschung ist auch sowas, das können Sie staatlich nicht befehlen. Sie können den Menschen Geld in die Hand geben, aber dass Sie sagen, bitte denk vernünftig damit und lass dir was einfallen und sei kreativ, das kommt von innen und das muss so durch gute Bedingungen natürlich gefördert werden, aber das ist ein Wert an sich. Und deshalb wünsche ich Ihnen viel Erfolg, viel Freude, viel tolle Erkenntnisse und auch viel Arbeit, ehrlich gesagt, sonst macht Forschen ja keinen Spaß an der neuen Wirkungsstätte und auch viel Geduld. Denn meistens braucht man lange und entdeckt dann was anderes, als man dachte. In diesem Sinne, alles Gute für Ihre Arbeit. Geehrte Damen und Herren, bleiben Sie bitte auf den Plätzen noch sitzen. Einen Moment. Und dann kommt der Architekt und der Künstler, die auch noch vortragen werden. Und die Pressefotografen bitte auch noch warten, bis der Kollege kommt und sie abholt. Dann darf ich Ihnen jetzt den Architekten des Gebäudes, Herr Steffen Vogt, ankündigen und er wird Ihnen etwas über das Gebäude, das Sie sich ja nachher dann auch persönlich auch noch anschauen können. Es gibt dann ja auch noch zwei Führungen, an denen Sie teilnehmen können, aus denen Sie dann im Empfangsbereich dann herausgeführt werden. Aber erstmal Herr Vogt, bitte. Danke. Versteht man das? Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Frau Ministerin Schulze, liebe Frau Helling-Mögen, lieber Professor Nikotterer, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, an dieser Stelle ein paar Worte an Sie zu richten. Da die vier sich jetzt auf den Rundgang begeben, ist die Begrüßung natürlich in Abwesenheit. Sie kriegen das dann nachher nochmal schriftlich. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Rachel, liebe Frau Abgeordnete, sehr geehrte Frau Schawan, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Oberfinanzpräsident Romund, sehr geehrte Vertreter von Land, Bund, Stadt und Vertreter der Botschaften, liebe Vertreter der Helmholtz-Gemeinschaft und des UKB, lieber Herr Hovestadt, liebe Frau Weirich, liebe Forschungsgruppenleiter, Wissenschaftler und Vertreter der Nutzer, ich bin gleich fertig, liebe Mitglieder des Planungs-, Generalplanungs- und Bauleitungsteams, liebe Frau Nolte, liebe Frau Fliedner, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste. Für uns Architekten ist der heutige Tag natürlich ein besonderes Ereignis. Ich möchte dies mit einem Zitat aus dem Gedicht Stufen von Hermann Hesse beschreiben: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ein Zitat, das gerne im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes verwendet wird, ein Bild, das mit unserem heutigen Anlass durchaus vergleichbar ist. Wir hoffen natürlich, dass die neuen Nutzer des Gebäudes neben der Wahrnehmung diverser Kinderkrankheiten, die bei einem Projekt dieser Größenordnung und Komplexität nicht ganz zu vermeiden sind, trotzdem diesen Zauber spüren können und sich mit ihren Anforderungen im Gebäude auch wiederfinden. Jeder Anfang beinhaltet jedoch auch ein Ende. Für uns das Ende von 5 Jahren intensiver Projektarbeit. Zu Ende sind 5 Jahre Planungs- und Bauphase. Vorbei ist jeden Mittwoch um 5.51 Uhr den Zug nach Siegburg-Bonn. Vorbei sind 5 Jahre Generalplaner, was gleichbedeutend ist mit Kindermädchen für jedes kleinste Problem und Psychologe für die Befindlichkeiten aller Mitglieder des Generalplanungsteams. Und zu Ende sind 5 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass in diesem Projekt die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Behörden und Institutionen vorbildlich funktioniert hat. Angefangen vom DCDE über die OFD in Münster und das Bauordnungsamt in Bonn bis hin zu den Zuwendungsgebern, die Bundesrepublik Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen. Weil alle am gleichen Strang gezogen haben, weil alle gemeinsam Risiken eingegangen sind, um das Projekt voranzubringen und weil die Zusammenarbeit von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägt war. Das ist beim öffentlichen Bauen nicht selbstverständlich, aber umso wichtiger für den gemeinsamen Projekterfolg. Herzlichen Dank an alle benannten Beteiligten. Herzlichen Dank an das DCDE mit all seinen Mitarbeitern, wo wir uns immer sehr willkommen und wohlgefühlt haben. An Herrn Hovestadt, insbesondere dem Projektleiter, sowie den beiden Vorständen, Frau Helling-Mögen und Professor Nikotera, für die tolle Zusammenarbeit und das Vertrauen, gemeinsam Wege zu beschreiten, deren Ende zu Beginn noch nicht absehbar waren, und dafür, dass das Ziel trotz aller Schwierigkeiten und Überraschungen immer im Fokus blieb. Gerade bei diesem Punkt auch nochmal herzlichen Dank an Frau Weirich für ihr Engagement in der Frühphase des Projekts. Die Beziehung zwischen Bauherr und Architekt ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Grundlage für das Gelingen und die Qualität eines Projektes. Herzlichen Dank für Ihr Engagement und für Ihren Einsatz möchte ich mich auch bei allen Mitarbeitern der beteiligten Baufirmen, die das Gebäude letztendlich gebaut haben, bei den Kolleginnen von Drees und Sommer, Frau Nolte und Frau Fliedner, die für die Projektsteuerung verantwortlich waren, bei allen externen Planern und Beratern, bei den Vertretern des UKB, bei den befreundeten Instituten aus der Helmholtz-Gemeinschaft, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen und mit zahlreichen Besichtigungsterminen unterstützt haben. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei unserem DCDE-Projektteam, den Mitarbeitern und Kollegen von Wulff Architekten, sowie bei allen Planungspartnern im Generalplanungsteam. Es
Büro Adler und Olesch, Meier und Ludescher, Ingenieurbüro Wild, Feldmeier, IBB, Heinekamp, DS-Plan, HP Nordost und im Büro Übele, sowie allen Kollegen von Albert Schulze, die für die Objektüberwachung zuständig waren. Und last but not least möchte ich mich auch noch bei meiner Familie bedanken, die mich und das Projekt über den ganzen Zeitraum unterstützt haben und die mitgetragen haben, dass unser privater Terminkalender immer auch abhängig war vom Wohlergehen des DZNE-Projekts. Trotz aller Verantwortung, trotz des sportlichen Terminplans, der eigentlich immer dazu führte, dass mehrere Leistungsphasen parallel bearbeitet werden mussten, und trotz der zahlreichen kleinen Krisen und Probleme, die gelöst werden mussten, und glauben Sie mir, auch wir hatten davon viele zu bewältigen, hat mich in diesem Projekt zu keinem Zeitpunkt der Spaß, das Engagement, die Motivation verlassen, weil sich gerade in diesen Situationen gezeigt hat, dass Respekt und Vertrauen unverzichtbare Grundlagen für die Bewältigung von schwierigen Aufgabenstellungen sind. Noch einmal kurz zum Anfang. Auch bei der Geburt eines Kindes, um bei diesem Bild nochmal zu bleiben, gibt es trotz allen Zaubers auch wichtige Daten und Fakten, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Die Planungs- und Bauphase betrug exakt 5 Jahre vom Zeitpunkt der Beauftragung bis zum heutigen Tage. Die Inbenutzungnahme der Verwaltungsbereiche erfolgte im Juni 2016, genau 6 Wochen nach dem Termin, der zum ersten Spatenstich genannt wurde. Im weiteren Verlauf des Jahres erfolgte der Umzug der weiteren Abteilungen und Forschungsbereiche sukzessive. Die Baukosten betragen rund 127 Millionen. Berücksichtigt man die Mehrleistungen zum ursprünglichen Budget, wie das super nachhaltige Gebäude, da komme ich nochmal drauf, sowie zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen, ist das ein respektables Ergebnis. Auf rund 27.000 Quadratmeter BGF sind zahlreiche komplexe Funktionen angeordnet, angefangen vom Hörsaal, Cafeteria, Verwaltung und dem klinischen Bereich, über die Grundlagenforschung mit flexiblen Laborlandschaften inklusive der notwendigen Core-Facilities und dem Bauteil C. Das Gebäude beinhaltet 3 MRTs, 6.400 Quadratmeter Forschungslabore ohne Spezialbereiche und verfügt über rund 3.500 farbige Glaslamellen in der Fassadengestaltung, bei denen jede einzelne Farbe von unserem Büro festgelegt werden musste. Das Gebäude ist über eine Tunnelverbindung mit dem NPP verbunden und verfügt über eine Probandenstation, beides wichtige Teile des Selbstverständnisses des DZNE. Das architektonische Konzept ist geprägt vom besonderen Ort, von der Funktion und vom Anspruch, die Spitzenforschung, die im Innern des Gebäudes stattfindet, nach außen auch zu repräsentieren. Dabei wird das große Gebäudevolumen in Form von 3 amorphen Baukörpern so angeordnet, dass die bestehenden, schönen und wertvollen Baumgruppen sowohl außenräumlich als auch innenräumlich wahrnehmbar sind und einen Mehrwert für alle Beteiligten darstellen. Der Dialog zwischen dem Gebäude und dem Ort, dem Wald in diesem Fall, ist in allen Teilen des Projektes spürbar. Das werden Sie, wenn Sie das Gebäude betreten, auch wahrnehmen. Wie selbstverständlich finden sich unterschiedliche Funktionen, die Funktionen ihrer Lage innerhalb des Gebäudeensembles. Je weiter man ins Innere vortritt, desto spezieller werden die Funktionen. Die Eingangshalle greift die Blickbeziehung zum Grün als Thema auf. Auch in der 3. Dimension sind die hohen Bäume im gesamten Foyer spürbar und vernetzen das Gebäude so mit ihrem Ort. Das Fassadenkonzept ist abgeleitet vom Wechsel der Farben des Waldes über den Verlauf der Jahreszeiten. Jedes Gebäude hat seine eigene Farbigkeit, bestehend aus 3 eng zusammenliegenden Farben. Im Verbindungsbereich der Gebäude springen die Farben des jeweils anderen Gebäudes über und vermischen sich zu einem bunten Farbenspiel, das die besondere Bedeutung dieser Verbindungsbereiche unterstreicht. Im Inneren sind diese Bereiche als hochwertige Kommunikationszonen gestaltet. Die farbigen Glaslamellen bewegen sich mit dem Lauf der Sonne automatisch und sorgen dafür,
dass immer das optimale Verhältnis zwischen Tageslicht und Sonnenschutz erreicht wird. Einen weiteren Ort, den ich nochmals besonders hervorheben möchte, ist das Atrium im Laborgebäude in Form einer Ellipse, welches das räumliche Zentrum des Projektes darstellt. Hier wird der Laborlandschaft mit einer Tiefe von rund 23 Metern, die in dieser Form ein Alleinstellungsmerkmal für dieses Projekt darstellt, als Ausgleich ein großzügiges Atrium gegenübergestellt. Die Erschließung über Brücken und Lufträume soll einladen zu Begegnung und Kommunikation unter den Forschungsgruppen. Der Raum ist von den gleichen Entwurfskriterien wie die Eingangshalle geprägt, Blickbeziehung ins Grün und Wahrnehmung von Tageslicht. Genau hier kommt die Qualität des Leit- und Orientierungssystems, was schon angesprochen wurde, aufgrund der besonderen räumlichen Situation besonders zum Tragen. Hier kann es sich entfalten. Die Idee für das Konzept, für welches das Büro Übele verantwortlich ist, wurde in Zusammenarbeit mit dem DZNE und uns entwickelt und basiert auf der Tatsache, dass die Veränderung der Handschrift eine wichtige Rolle in der Demenzdiagnostik spielt. Dem wird gegenübergestellt, dass die Wahrnehmung von Farben auch im weiteren Verlauf der Krankheit erhalten bleibt. Diese Farbwahrnehmung wird genutzt, um besondere Orte im Haus zu kennzeichnen. In Anlehnung an den Auftrag der handschriftlichen Typografie, die von einem Künstler mit dem Pinsel alleine im ganzen Haus aufgetragen wurde, mittels eines Pinsels ist das Erscheinungsbild der Farbflächen einem überdimensionalen Pinselstrich nachempfunden. Das Konzept für die Kunst am Bau wird Ihnen Herr Rob Mulholland, den ich hier auch ausdrücklich begrüßen möchte, im Anschluss an meinen Vortrag selber vorstellen. Alle vorgenannten Konzepte und Qualitäten fügen sich in Kombination mit einem sehr komplexen und besonders nachhaltigen Energiekonzept und in Verbindung mit der Verwendung von ökologischen und schadstofffreien Baustoffen zu einer nachhaltigen Gebäudekonzeption zusammen, von der wir der festen Meinung sind, dass dieses im Laufe des Jahres als erstes Laborgebäude in Deutschland mit dem BNB Goldstatus für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet werden wird. Was wäre ein solcher Anlass ohne die Überreichung eines Geschenkes? Als Zeichen unseres Dankes und als Erinnerung an den gemeinsamen Weg überreichen wir den Verantwortlichen des DZNE jeweils eine Monographie unseres Büros, in die wir das DZNE bereits im Jahr 2014, noch zu Zeiten der Planung, bereits aufgenommen hatten, weil uns damals schon klar war, dass dieses Gebäude ein wichtiges Werk im Portfolio unseres Büros werden wird. Weil Professor Nikotterer und ich die gleiche Leidenschaft für Fotografie teilen und weil uns die gemeinsame Wahrnehmungsebene in vielen Gesprächen und Präsentationen geholfen hat, haben wir anlässlich der Eröffnung außerdem eine kleine Foto-Edition mit Impressionen der Fassade aufgelegt. Ich würde jetzt Herrn Hovestadt auf die Bühne bitten. Da Frau Helling-Mögen und Professor Nikotterer gerade auf dem Rundgang sich befinden, überreiche ich jetzt Herrn Hovestadt symbolisch die Geschenke für die beiden mit. Vielen Dank. Man kann es machen, man kann öffentlich bauen, man muss nur den Mut haben und eben Innovation und gute Leute, um das Ganze zu machen. Und Mut vor allem. Danke.
Well, ladies and gentlemen. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank dafür, dass Sie mich noch anhören. Ich bin der letzte Redner heute hier. Ja, ich möchte etwas sagen zu folgendem Thema, nämlich zu der Reise, die ich hier gemacht habe im Rahmen dieses Projekts. Ich bin ein Künstler, der öffentlich ausstellt, der Skulpturen macht und ausstellt in der Umwelt. Ich stelle nicht aus in Galerien, sondern in der Öffentlichkeit. Und das habe ich von Anfang an so beschlossen, dass ich in Verbindung sein möchte mit Menschen mit verschiedenstem Hintergrund. Und gut, ich möchte jetzt also nicht zurückgehen in die 80er Jahre, aber es war früher sehr viel schwieriger, diese Art von Kunst zu machen. Es gab nicht oft die Gelegenheit. Heute ist es so, dass sich das Gott sei Dank geändert hat, und zwar dramatisch. Man hat mich grundsätzlich kontaktiert im Jahre 2015. Samuels Baumgart, Art Consultants, hat mich konsultiert. Alexander Giannina, Katharina, sie haben mich angesprochen. Und sie waren halt eben interessiert an plastischen Strukturen, die ich gemacht hatte in Großbritannien, aber auch anderswo auf der Welt. Also ich habe was erzählt zu meinen Werken, habe dann ein paar Wochen gewartet, dann hat man sich wieder in Kontakt gesetzt mit mir. Und dann kam ich halt eben in eine Vorauswahl. Das war eine große Ehre für mich, hier für in die Vorauswahl zu kommen, für ein solches Kunstwerk, für ein solches Werk hier in Deutschland. Das war natürlich eine großartige Chance für mich, halt eben auch, um in Kontakt zu treten mit Menschen aus einer anderen Kultur, in einem anderen Land. Und als ich dann hier hinkam, das war im Januar, und ich selbst und drei andere Künstler kamen hier hin, um sich halt eben das Gebäude erstmal anzusehen, das Bild. Und das Gebäude, da waren immer noch viele Arbeiten zu erledigen. Und es war also sehr interessant zu sehen, wie sich das entwickelte und wie das aussah zu dieser Zeit und in diesem Stadium. Also wir haben uns das Gebäude angeguckt, wir haben uns die Laborsogen angeguckt. Steffen, der Architekt, hat mir das Konzept des Gebäudes erklärt. Und wenn es halt eben eine solche Ausschreibung gibt, bekommt man immer sehr, sehr viele Informationen. Also man versucht halt eben das Wichtige zu begreifen, das Essentielle, und dann hofft man, dass man halt eben etwas entwickeln kann, was halt eben passt und sich eingliedert. Und die Skulptur, die ich halt eben dann machen wollte, war vor allen Dingen eine Skulptur, die von dem Gebäude inspiriert sein sollte. Als ich nach Glastow zurück bin, habe ich dann angefangen, halt eben über die Aufgabe nachzudenken, über dieses Kunstwerk, was es zu erstellen galt. Und ich habe auch angefangen, halt eben mir zu denken, okay, das sollte doch erinnern und aussehen wie ein menschliches Gehirn. Das sollte dem ähneln. Und die Architekten erklärten mir dann halt eben, dass sie halt eben auch eine ähnliche Idee hatten. Und ich habe dann halt eben gesehen, es ging immer halt eben um Neurotransmitter, um die Verbindung zwischen diesen Neurotransmittern. Und das war etwas, was mich halt eben auch da weitergebracht hat in meinen Gedanken. Ich dachte mir, es geht hier um Wissenschaft, okay, aber es geht auch um Menschen, auch und vor allen Dingen um Menschen. Und es gibt natürlich viele Krankenhäuser und Kliniken, wo es immer um Wissenschaft geht, um die Behandlung von Kranken, aber es geht vor allen Dingen auch um Menschen. Und es geht darum, für die Zukunft eine bessere Welt schaffen zu können. Und damit, mit diesem Gedanken im Kopf, habe ich dann angefangen zu überlegen, und meine Frau ist heute hier, die kann das bestätigen. Ich habe dann also erstmal 3 Wochen daran gearbeitet und mir Gedanken gemacht über dieses Thema, was das alles bedeutet. Ich habe mir Bilder angeguckt. Sie haben natürlich also viele dieser Bilder gesehen aus diesem Bereich, spezifisch zu dieser Krankheit. Das ist also wie eine andere Welt. Aber die Art und Weise, wie halt eben Neurotransmitter funktionieren, das hat mich beeindruckt. Und das hatte ich dann im Kopf. Und ich wollte das darstellen. Ich wollte eine Skulptur darstellen. Und ich habe verschiedene Ideen mir durch den Kopf gehen lassen. Und ich habe mir gedacht, okay,
es wäre auch wichtig, wenn Patienten hier hinkommen, Besucher hinkommen, wenn die direkt etwas sehen, was typisch ist, was für dieses Gebäude steht, als ein Symbol, was halt eben auch für dieses Gebäude steht und seine Aufgabe und Funktion. Und wenn man halt eben durch den Empfangsbereich hier geht, wenn man durch das Gebäude geht, dann sieht man das auch halt eben, was ich damals erlebt habe, diese Idee der Neurotransmitter. Und das habe ich versucht im Garten umzusetzen. Die Idee war grundsätzlich, das darzustellen, das, was die Neurotransmitter da machen, und wenn Sie raus in den Garten gehen, können Sie das sehen. Die Idee war, halt eben diese Verbindung zwischen den Neurotransmittern darzustellen. Und ich habe halt eben mich mit Professor Nicotera auch darüber unterhalten, und er sagte mir, Rob, diese Skulptur, die muss auch Hoffnung ausstrahlen. Tut sie das? Sie soll optimistisch sein. Sie soll zukunftsorientiert sein. Und sie soll auch für Aufklärung stehen. Und das versuchte ich dann zu berücksichtigen. Ich wollte diesen gesamten Rahmen hier berücksichtigen. Und so kam ich dann zurück zu meiner ursprünglichen Idee. Das sehen Sie auch, wenn Sie die unterschiedlichen Formen der einzelnen Bestandteile des Kunstwerks sehen. In dieser Skulptur kann man sich selbst auch wiederfinden als Individuum, aber man kann auch die gesamte Umgebung, die Welt darin entdecken, wie sie funktioniert, diese Scheiben, wie sie miteinander verbunden sind, stehen symbolisch für das, was in diesem Haus geschieht. Das habe ich versucht darzustellen auf die geschehene Art und Weise. Das ist natürlich auch eine Vision, die sehr stark inspiriert wurde von den vielen Menschen, die ich hier getroffen habe. Und eine Inspiration auch von deren wunderbaren Arbeit, die diese Menschen hier machen. Und eigentlich warte ich auf Lilly. Die warten jetzt also noch auf die Delegation, die jetzt also auf die ihren Besuch noch macht. Und ich bekomme also gleich ein Zeichen, wenn ich zum Ende kommen kann, damit ich dann also sagen kann, danke für Ihre Aufmerksamkeit und dass ich das hier ausführen durfte. Jetzt bekomme ich das Zeichen. Wir können jetzt also alle zum Empfang gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.